Was sind denn die größten Fehler, die man als Unternehmen bei Videos auf Facebook machen kann? Ich glaube, der größte Fehler ist, wenn man die Videos nicht bei Facebook direkt hochlädt, sondern über Drittplattformen, YouTube, Vimeo und was es sonst so noch gibt, bei Facebook einspielt, weil dann sind das Links und eben keine Videos, die direkt laufen. Da habe ich schon mal rein von der Darstellung her einen Verlust. Zusätzlich, wenn ich dann Werbung draufschalten möchte, ist das wesentlich teurer, als wenn ich Native-Videos von Facebook verwende. Sonst Fehlerquoten sind halt, dass man nicht sicher ist, welches Format man wählen soll, dass man Videos mit Ton produziert, die ohne Ton nicht funktionieren und die vielleicht auch nicht unbedingt die Spannung am Anfang schon hochhalten, sondern wie im Fernsehen dann die Pointe gegen den Schluss kommt. Auf Facebook habe ich 3 Sekunden, um Aufmerksamkeit zu generieren und wenn ich es in den 3 Sekunden nicht schaffe, dann schaffe ich es auch nachher nicht mehr. Die Facebook-Nutzung verändert sich ja rasant. Was für Herausforderungen haben wir denn zu erwarten in der Zukunft bei Videos auf Facebook? Wir haben grundsätzlich jetzt schon diesen extremen Wechsel von Desktop-Nutzung zu Mobile. Mobile heißt kleinere Bildschirme, Mobile heißt langsamere Datenübertragung in vielen Fällen, wo halt die Internetgeschwindigkeit wirklich langsamer ist, als man das sich vielleicht vom Büro oder von zu Hause gewohnt ist. Kleinere Displays heißt weniger Detailschärfe, man muss bei Videos größere Gestaltungselemente vorsehen und ich glaube, diesen Shift zu Mobile, der nicht einen Trend darstellt, sondern halt mit der Nutzung generell zu tun hat, das dürfte die größte Herausforderung für viele sein. Facebook oder YouTube, wer wird in Zukunft erfolgreicher? Ich glaube, je nach Anwendungszweck beide. Solange Facebook keine Plattform bietet, wo Videos gefunden werden über die Suche, wo man eher vom Newsfeed ausgeht, hat YouTube ganz sicherlich eine große Berechtigung im Zusammenhang mit dem ganzen Suchmaschinenmarketing, dass man eben gefunden wird zu verschiedenen Themen und Videos durchsuchen kann. Facebook sicherlich dort, wo es um tagesaktuelle Reichweite geht, wo man schnell jemanden erreichen will, wo es darum geht, die Leute direkt anzusprechen, nicht zuletzt dank den optimalen Targeting-Möglichkeiten bei Facebook, um genau die Zielgruppe zu erreichen, die man eigentlich für das Video auch vorsieht.